Einen schönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu Oxygen Not Included. So, mit einer kleinen Ansprache direkt zum Anfang, denn ich habe gerade gelesen, es gibt nämlich Neuigkeiten von Clay für Oxygen Not Included, denn das Release-Datum ist released worden, ist angekündigt worden. Der 30. Juli wird es sein, also wenn ihr diese Folge hier seht, die wird ja auf dem Donnerstag erscheinen, das heißt kommenden Dienstag soll der 1.0 Release von Oxygen Not Included über die Bühne gehen. Ja, es ist endlich soweit und da wollte ich euch nochmal kurz darüber erzählen, was sie denn geschrieben hatten, für diejenigen, die jetzt bei Steam jetzt noch nicht geguckt haben. Also wie gesagt, sie haben eben gesagt, dass am 30. Juli geht es offiziell los und was dabei sein wird, und das steht halt auf Englisch, es wird eben die Möglichkeit geben, dass man sich Asteroiden, also die Spawn-Asteroiden selber aussuchen kann. Das heißt, ihr habt nachher die Möglichkeit, hatten wir ja glaube ich schon mal im Livestream gesehen, die Möglichkeit 5, 6 oder aus einem halben Dutzend Asteroiden sich halt welche auszusuchen, beziehungsweise einen auszusuchen, bei dem man starten möchte. Und da gibt es halt verschiedene Szenarien. Sagen wir, es gibt natürlich dann Asteroiden, die haben überwiegend Eis, also so relativ kalte Asteroiden. Es gibt dann noch Asteroiden mit speziellen Biomen, und das ist nämlich dann auch der nächste Punkt. Es gibt drei neue Biome, komplett mit neuen Pflanzen und dann halt auch mit neuen Tieren gibt es dazu. Dann gibt es neue Gebäude, gibt das, um zum Beispiel auch Materialien zu bearbeiten oder zu erweitern oder um halt neue Prozesse halt einzuführen, um bestimmte Sachen herzustellen. Dann gibt es sogenannte Colony Goals, das heißt Ziele für die Kolonie, die halt durch die oder auf die Duplikanten hinarbeiten. Wie das nachher genau funktioniert, das müssen wir uns natürlich dann nochmal angucken. Und allgemein gibt es natürlich dann noch Balance, also sprich noch Ausbalancieren des ganzen Spielprinzips. Und hier steht Polish Paces und Foot Temperature Duplicate Selection und sowas. Das heißt, die haben halt nochmal so ein bisschen alles optimiert in Richtung Essen, Temperatur und die Auswahl der Duplikanten. Haben wir ja eben halt auch schon mal, glaube ich, gesehen in einer der Folgen. Weil eben im Livestream haben wir das, glaube ich, gesehen. Na, und ja, da bin ich schon sehr gespannt. Und sie haben noch dazu geschrieben, das wird nicht das letzte sein. Also wenn die sagen, die haben halt ein Release-Datum, beziehungsweise es kommt dann eben halt die 1.0-Version raus von Oxygen Not Included, bedeutet das nicht, dass danach nichts mehr kommt, sondern es ist halt einfach so, dass sie zu dem Zeitpunkt dann sagen können, jo, das Spiel ist so, wie es jetzt ist, fertig. Und es sind halt alle Features drin, es sind alle Funktionen drin, die sie sich halt vorgestellt haben. Und das ist halt drin. Und die würden danach dann eben noch dementsprechend noch weiterarbeiten an dem Spiel. Primär natürlich dann halt noch an Bugfixes und weitere Balance-Geschichten. Also Balance-Changes steht hier, also Balanceänderung. Das heißt hier und da mal ein bisschen an ein paar Schräubchen drehen, dass das Ganze noch ein bisschen runterläuft, noch ein bisschen besser läuft. Und sich besser spielen lässt und dann eben halt noch ein paar Bugfixes und sie werden eben halt auch noch mehr Content bringen, das heißt mehr Inhalte werden sie tatsächlich noch bringen. Was für konkrete Inhalte das sein werden, das wurde dann nicht erwähnt, die machen sich da wahrscheinlich auch erst drüber Gedanken, wenn das Spiel wirklich draußen ist und dann werden sie zu einem späteren Zeitpunkt darüber informieren. Manche hatten ja schon geschrieben, dass man da vielleicht munkelt, dass da vielleicht ein, oh guck mal, da pumpt ja sogar, sehr cool, müssen wir uns gleich mal angucken. Ich glaube, das ist aber nicht so richtig, wie wir das da machen. Ist auch egal, gucken wir uns gleich an. Was wollte ich gesagt haben? Ja, dass ein Multiplayer kommt, beziehungsweise ein Koop-Modus, dass man halt in der Lage ist, vielleicht mit zwei oder drei Leuten zu spielen oder dass man gegen zwei oder drei Leute spielt, dass man so eine Art Wettlauf ums Weltall oder sowas hat, irgendwie sowas, ne, dass das irgendwie sowas zustande kommt. Da bin ich schon mal sehr gespannt, was da noch kommt. Ich finde das sehr cool, dass sie sich dann weiterhin noch so engagieren. Das finde ich echt sehr genial. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Ölquelle. Gegendruck 6%. Verbraucht Wasser 0, erzeugt Rohöl. Wärmeproduktion, weil das ist nämlich natürlich nicht ganz richtig hier, was wir machen. Warum? Weil wir hier Öl reinpumpen. Das ist natürlich verkehrt. So ist es natürlich überhaupt nicht geplant. Das ist natürlich mega doof, was ich hier mache. Da gehört natürlich ein Wasser rein. Da kommt Wasser rein und hier müsste dann Öl rauskommen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Das werden wir doch mal eben mal kurz fixen. Da haben wir Öl drin. Das ist natürlich jetzt blöde.
Ich werde das nochmal komplett abbauen, glaube ich. Auch wenn wir dann Gefahr laufen, dass hier überall Öl rumschwubbelt. Aber so soll es ja nicht sein. Aber Öl kommt hier oben durch, oder? Hier kommt Öl durch. Also hier können wir schon mal Öl produzieren bzw. raffinieren. Aber das Ding funktioniert. Es bewegt sich. Auch wenn es falsch funktioniert. Aber es ist, es bewegt sich. Da tut sich was. Nein, aber ich finde das echt geil. Also ich muss sagen, was die aus Oxygen Not Included gemacht haben, ist, ist wirklich der Hammer. Das habe ich aber ja auch schon vor zig Updates gesagt und vor einiger Weile habe ich das ja schon gesagt, dass es, beziehungsweise von der ganzen Weile habe ich das ja schon gesagt, dass es, also es ist wirklich ein richtig geiles Spiel. Es ist wirklich ein richtig gutes Spiel. Aber das wisst ihr ja, dass ich das Spiel mag, auch wenn ich dann nicht immer optimal spiele, aber ich denke mal, das muss auch nicht, weil gerade auch dieses Spiel, das finde ich da super dran. Es gibt hier eben halt nicht diesen pauschalen, diesen einen pauschalen Weg. Du kannst halt spielen, wie du willst, du kannst irre viel ausprobieren, du hast irre viele Möglichkeiten, du kannst viel optimieren, du hast eben halt auch viele Möglichkeiten, sowas umzusetzen, ob das nun Transport ist, ob das gewisse Sachen sind, die du automatisieren kannst. Also total richtig geil, muss ich dazu sagen. Also da hast du wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten. Nicht, dass du halt diesen einen Weg hast, den du immer einschlägst. Du kannst wirklich jede Runde, die du jetzt bei Oxygen Not Included startest, kannst du mal anders spielen. Und das finde ich eben halt so genial bei der Geschichte. Gerade bei Oxygen Not Included. Das haben nicht viele Spiele, das ist eben halt so. Was geht denn hier ab? Warum haben wir da jetzt auf einmal Wasser? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Und ja, ich wollte da noch was anderes ankündigen. Da jetzt natürlich bekannt ist, wann Release-Datum ist, also wie ich schon sagte, 30. Juli, kommenden Dienstag, bliebe ja nur noch die Folge am Samstag über. Dann habe ich mir Folgendes überlegt. Ich würde ganz gerne schon noch eine Rakete steigen lassen. Deswegen habe ich mir überlegt, würde ich dann die Folge am Samstag so weit vorbereiten, dass ich ja eben halt hier das Areal so ein bisschen vorbereite, also nicht hier, sondern vielleicht mal, ja, mal gucken, ob wir uns das hier hinbauen, obwohl ich wollte das ja eigentlich hier hinbauen, ne? Dass ich hier das Raketensilo selber fertig baue über Sandbox-Modus, das, was ich vorbereiten kann, dass ich das so alles so ein bisschen vorbereite und dass wir zumindest mal eine Rakete hinbauen und dass wir zumindest mal eine Rakete abschießen können, um mal zu sehen, wie das überhaupt aussieht und wie das halt auch für die Duplikanten ist. Ich weiß allerdings nicht, ob es genau funktioniert, weil das Problem, was wir haben, ist wahrscheinlich, dass die Duplikanten noch nicht alle getriggert sind hier auf die Anzüge. Na, also da müssen wir dann mal gucken, dass ich mir da vielleicht mal den einen oder anderen Duplikanten vielleicht mal schnappe, der dann tatsächlich in der Lage ist, dann auch die Rakete zu fliegen. Damit wir das mal einfach mal ausprobieren können. Einfach mal gucken, wie es mit der Sternkarte aussieht, wie es dann auf anderen Asteroiden aussieht, wie wir auf anderen Asteroiden, wie wir da starten können und so weiter und so fort, dass wir das uns einfach mal angucken. Weil alles andere wird jetzt erstmal in der Kürze der Zeit nicht machbar sein. Und dann würde ich dann halt auf den Samstag das alles soweit vorbereiten oder zum Samstag das alles vorbereiten. Und dann wäre Samstag offiziell die letzte Folge dieser Staffel. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann tatsächlich zeitnah ab Dienstag dann neue Folgen machen der neuen Staffel. Oder, ja, weiß ich nicht, ob wir ein kleines Bäuschen machen und dann nochmal ein bisschen später durchstarten. Wir müssen mal sehen. Auf jeden Fall, eins sollte klar sein. Momentan mache ich oder werde ich die kommende Staffel Oxygen Not Included tatsächlich rein offline machen, weil, wie ich ja schon sagte, ist eben halt auch so wie bei 7 Days to Die. Das Problem mit solchen Projekten ist, ich wäre dann quasi gezwungen, immer Livestreams unbedingt machen zu müssen, wenn mir dann Folgen fehlen. Und manchmal hat man halt einfach nicht so die Lust auf Oxygen oder auf 7 Days oder solche Geschichten. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man vorproduzieren kann. Das funktioniert dann aber mit Livestreams ja nicht so wirklich gut. Was aber nicht heißt, dass wir live nie wieder Oxygen spielen werden. Sicherlich werden wir auch das mal ausprobieren. Vor allem, wenn es dann nachher auch um Mods geht oder so. Aber da müssen wir mal gucken. Da muss ich mal schauen, wie wir das machen. Irgendwie werden wir schon gewuppt kriegen. Und was ich immer noch merkwürdig finde, ist, dass der sich... Es war schön, dass er sich füllt. Habe ich ja nichts gegen. Aber Druckauslöseschwelle. Ach du Grün, das ist der Druck, Gegendruck 39. Vielleicht sollte ich da mal. Gegendruck. Also wird das wahrscheinlich denn hier vorne dann rausplätschern, wahrscheinlich, ne?
Gegendruck, verbrauchtes Wasser. Ja, das wäre vielleicht nochmal gut, das müssen wir nochmal irgendwie hier gewuppt kriegen, dass wir da nochmal Wasser reinkriegen. Verschmutztes Wasser, Rohöl. Na, Rohöl ist natürlich doof. Aber er sagt auch nicht, was für ein Wasser der will, ne? Verbrauchtes Wasser. Also er sagt nicht, dass er jetzt unbedingt von sauberem Wasser... Okay, verdammt. Extra Hydro unter Verwendung von sauberem Wasser. Verdammt. Gut, also müssen wir dann hier tatsächlich sauberes Wasser reinflanken. Kann aber eben halt auch das Wasser sein. Und das wollen wir auch nochmal fertig machen. Ja, wir müssen so vieles... Wir müssen so vieles. Gut. Dann haben wir hier das. Da haben wir, geht das da rein. Da geht das Wasser rein. Das Wasser geht hier unten rein. Ach so, das geht hier. Okay. Gut, 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 gut. Dann könnten wir sogar theoretisch... Ich weiß gar nicht, geht das... müssen wir mal probieren, ob ich das Wasser hier durchschleifen kann. Obsidian. Wolframit. Wir machen einfach mal Sedimentgestein. Ist, glaube ich, erstmal egal. Dann würde es sich einmal durchrouten. Ups. Nee, so will ich das. Nein, will ich das nicht. Einmal durchrouten. Dann packen wir es hier hin und... Och Mensch, was ist denn hier los? So, was wollte ich jetzt? Abbruch. Abbruch! So, und dann Sanitär, nochmal Rohr. Und dann tüdeln wir das mal da rein. So, mal, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es jetzt ist mit dem Wasser. Ob wir das Wasser jetzt unbedingt brauchen oder wofür wir das Wasser jetzt konkret brauchen. Mal gucken, ob er das durchroutet hier, ob er das überhaupt annimmt. Das müsste eigentlich gehen. Hoffe ich. Und wenn nicht, dann müssen wir hier irgendwie raus. Dann machen wir uns hier noch eine Brücke und dann gehen wir halt hier rüber. Das ist ja auch nicht so dramatisch. Das weiß ich nicht. Vor allem, was passiert mit dem Gegendruck? Also was passiert, wenn der Gegendruck und die Anzahl hier auf Max ist? Dann würde es ja für mich bedeuten, dass er hier irgendwie Öl raushaut. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Dafür bin ich zu doof. So. So, das mal auf, Fischi. Das ist auch noch alles Wasser hier, ne? Erdölvorkommen. Mal gucken, das, was sie aufwischen können, wischen sie auf. Was nicht, das wischen sie halt nicht auf. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe das noch nie ausprobiert. Ich habe das noch nie ausprobiert mit diesem Erdölvorkommen. Ich weiß nicht, was diese Maschine macht. Außer eben das Öl hochzupumpen, das ist schon klar. Das wird dann wahrscheinlich irgendwie einen Druck aufbauen oder was. Aber dafür brauchen wir ja eigentlich Wasser. Deswegen wundert es mich, dass die Maschine halt läuft ohne Wasser. Ja, wir werden es sehen. Spätestens dann. Ach, das haben sie schon gebaut. Ach so, alles klar. Ich wollte mich, warum sehe ich hier kein Rohr, aber das ist ja eine Mauer drin, ich Idiot. So, okay. Wunderbar. Erstmal das Rohr fertig machen. Hier ist auch die Pumpe alles angeschlossen. Also Ölproduktion haben wir auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Schön satt Ölpumpen, schön Ölpumpen. Wir könnten natürlich auch, was wir natürlich auch mal machen können, wie wir das auch mit diesem Wasser gemacht haben. Oh, warte mal, guck mal, was hier passiert. Wasser läuft auf jeden Fall rote durch, das ist schon mal geil. Gegendruck 55, kann es vielleicht sein, dass das Wasser für den Gegendruck gebraucht wird? Verbraucht Wasser? Produktion. Wasser, das in einem Öllager... Was in ein... Was? Was? Das in ein... Das in ein... Wasser, das in ein Öllagerstätte gepumpt wird, kann nicht zurückgewonnen werden. Naja, gut. Nicht, dass wir es nicht auch erwartet hätten. Dass das Wasser dann weg ist. Schade eigentlich. Aber naja, gut. Nee, aber was ich sagen wollte, man kann ja natürlich das Öl auch hier zwischenlagern, wie hier oben. Wo haben wir es? Wo haben wir es denn? Da. Das Ding, zum Beispiel Flüssigkeitstank.
Das könnte man natürlich hier vorne auch noch zwischenhauen, sodass wir dann eben halt für Öl so eine Art Zwischentank haben, wo das Öl erstmal reinpumpen kann, dass wir das erstmal so ein bisschen eben halt auf Lager haben. Können wir eigentlich auch jetzt zwischenbauen, das ist eigentlich egal, weil ich glaube, brauche ich keinen Strom für, ne? Brauche ich doch, glaube ich, keinen Strom für. Flüssigkeitstank. Lagerkapazität 5 Tonnen. Könnte man hier zum Beispiel ganz bequem reinschmeißen. An der Stelle könnte man zwei Tanks hinbauen. Das könnte man eigentlich mal GAU machen. Zerlegen, Rohrleitungen machen wir mal auf 9 und dann schrubben wir das mal weg kurz. Das bauen wir gleich mal neu. Jetzt ist aber gleich der Druck hier vorne da. Wir sind schon bei 68%. Würde ich ganz gerne mal, würde mich echt mal interessieren, was dann passiert. Hoffentlich nichts Schlimmes. Hoffentlich fliegt sich die Bude hier durch die Gegend. Das wäre doch sehr angenehm. So, natürlich wieder mal Poiskin. Zyklus 521, also 522 haben wir gleich. Achso, wir haben ja auch noch Biodrucker. Was haben wir denn da? Pilzspure. Oder wen haben wir hier denn noch? Flatulenzen, Schnarcher, kleine Blase. Machen wir mal Pilzspure. Alles andere ist jetzt mal Blödsinn. So. Die würden mich auch nochmal interessieren, diese Zombiespore. Das würde mich echt mal interessieren, die Zombiespore. Keime. Von Hirnpilzen, ne? Ich weiß nicht. Also mich würde das echt mal interessieren. Würde ich echt mal interessieren, das Ding mal zu pflücken und dann mal zu schauen, was passiert. Kann ja nichts Gutes sein, aber trotzdem. Mich würde es trotzdem mal interessieren. Hm, was war das jetzt noch für eine? Stores and solid materials delivered to it by duplicants. Dump stored materials back into the world and receive. Hm. Na gut, machen wir jetzt mal den Flüssigkeitstank. Guck mal, wir haben kaum noch Eisen dabei. Machen wir ein so ein Ding. Ja, machen wir ein so ein Ding. Bauen wir einfach mal hier hin, das Teil. Was soll's. Und dann machen wir nämlich noch den. Und wir bleiben nämlich noch so einen kleinen Zwischentank. Eingang. Ausgang. Nee, andersrum. Dann haben wir noch so einen Zwischenspeicher, brauchen wir im Prinzip, glaube ich, jetzt nicht so dramatisch, aber ich finde das immer so ganz nett. Auch gerade so wie wir es hier haben, wenn jetzt zum Beispiel gerade die Flüssigkeitspumpe blockiert ist, war kein Strom, pipapo, dann haben wir trotzdem hier oben Öl anliegen. Bringt uns zwar momentan eh nichts, weil hier eben auch kein Strom ist, aber egal. Ich finde immer solche Zwischentanks immer recht praktisch. Deswegen habe ich auch für alles eigentlich sowas mal gebaut, aber es nur für Gase sind, so wie hier oben zum Beispiel Kohlendioxid, finde ich halt sehr praktisch. Oder für Sauerstoff hier zum Beispiel mal so ein bisschen zum Zwischentanken. Vor allem dann hast du auch durch die Zwischentanks hast du auch immer den Vorteil, dass du immer den optimalen Druck auf der Leitung hast. Das finde ich immer schon mal sehr, sehr gut. Da kommt eben halt nicht dieses Kleinkram an, sondern dann kommt wirklich das volle Spektrum kommt an. Das finde ich schon mal sehr, sehr praktisch. Oh, der Druck ist auch gleich durch hier. Mal gucken, ob der was überhaupt passiert. So. Ah, ich hatte mir so viele Sachen vorgenommen. Aber für dieses Let's Play oder dann auch diese Geschichte mit dem Labor, mit dem Oxygen Not Included Labor, habe ich mir so viele Sachen vorgenommen. Tja. Na, vielleicht machen wir sowas nochmal, dass wir einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Irgendwann wird das mal klappen. Irgendwann. Es ist jetzt dann nachher zukünftig auch ein anderer Schnack, wenn du weißt, es ist dann bei dem Spiel auch wirklich jetzt alles drin, was reingehört. Es kommt zwar noch Content dazu, aber im Endeffekt ist das Spiel halt so fertig, wie es ist. Da kannst du sowas auch mal zu Ende bringen. Da kannst du auch ein bisschen mehr Zeit lassen, weil du dann weißt, okay, in 6 Wochen kommt jetzt eben kein Update mehr oder in 8 Wochen.
Also zumindest kein Update, wo du halt ein neues Spiel starten müsstest. Also kannst du jetzt einfach mal ganz entspannt durchspielen. Sodass du wirklich auch ganz entspannt, was weiß ich, bis Zyklus 1000 spielen kannst, bevor du halt eine Rakete letztendlich da oben stehen hast. Ja? Das ist natürlich auch mal so eine Kleinigkeit. Da kann man auch mal wirklich entspannt ausprobieren. Zumindest was das Let's Play angeht. So. Dann ist gleich der Druck mal erreicht. Tut mir leid, dass wir jetzt hier die ganze Zeit auf der Ecke hocken, aber mich würde das echt mal interessieren, was dann unten hier passiert bei unserem... bei der Ölquelle, weil das ist nämlich so eine Pfeife. Also ich denke mal, es gibt einen Signalton und dann wird da vielleicht Öl rausgeschossen oder so. Ich weiß nicht, was da passiert. Einfach mal wichtig, sowas zu sehen. Um mal zu wissen, was da überhaupt passiert. Der Frank 2 ist natürlich wieder fleißig, ist klar, wie immer. Und jetzt wird dann auch mal Öl reingepumpt. Sehr gut. So haben wir nochmal einen Zwischentank. Dass wir immer schön fleißig Öldruck haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier gleich passiert. 91% haben wir. Also gleich sollte irgendwas passieren, rein theoretisch. 92%. So, hier passiert das. Geht das auch wunderbar. Öl wird da reingepumpt. In den Zwischentank. Kann immer schön fleißig produziert werden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich finde das nachher auch interessant. Also wie ich ja schon sagte, wie ich das vorhin vorgelesen hatte, dass man der Kolonie Ziele vorgeben kann und dann werden halt diese Ziele entsprechend abgearbeitet. Ich bin mal gespannt, wie sich das nachher verhält. Ob du nachher sagst, so hier, du hast jetzt Projekt Ölraffinerie beispielsweise. Wenn du das als Projekt einbaust, ob die dann konsequent halt dieses Ziel auch verfolgen. Oder welche Logistik dann dahinter steckt. Das würde mich dann mal interessieren. Könnten wir natürlich durch die Experimental jetzt schon ausprobieren. Aber ich glaube, da muss man sich wirklich heranspielen. Das kann man, glaube ich, nicht mal eben so provozieren. Oder in welchem Umfang das nachher sein wird, das weiß ich natürlich auch nicht. Wo das Wasser herkommt, das frage ich mich. Soll das Wasser herkommen? Kommt das von hier irgendwie durch? Das kann ja eigentlich nie sein. Ach, doch, warte mal, das kann von hier kommen, oder? Ach nee, das sah eben gerade so aus, wie kleine Risse hätte er sein können. Oh! Überdruck! Druckauslöseschwelle 75%. Aber da ist ja nix. So, Eingang. Wasser soll rein. Dampf haben wir nicht. Jetzt haben wir da Überdruck. Das verstehe ich zwar schon, aber warum... Kampf! Aber... Warte, was steht da? Muss auch irgendwo stehen, sag mal. Lubrikanten werden den Gasanstieg in dieser Bohrung ablassen. In dieser Bohrung ablassen, wenn diese den gewählten Prozentsatz überschreitet. Ja gut, aber dann hätte er bei 75% ja schon eigentlich auslösen müssen. Erdgas. Inhalt. Achso, Erdgas. Erdgas 80 Kilo bei 201 Grad. Rohöl 10 Kilo bei 80 Grad. Ich mach mal auf 9, weil ich habe das Gefühl, dass die hier gleich irgendwas tun werden. Oh, jetzt vielleicht. Okay, jetzt wird Erdgas produziert. Jetzt kommt hier von Öl raus, oder wie darf ich das verstehen? Weil ich sehe da nämlich gerade nichts, weil der ganze Schmodder nämlich davor hängt. Und Erdgas entsteht natürlich dann bei der Produktion. Ich denke mal, dass da Öl rauskommt, sonst würde das Ganze für mich keinen Sinn machen hier.
Gegendruck verbraucht Wasser. Erzeugt Rohöl 0. Extrahiert Rohöl unter Verwendung von sauberem Wasser. Also was saures Wasser wird dir hinzugefügt. Da. Geht rein. Aber da fließt momentan auch keins. Kein Wasser und nix. Also momentan werde ich daraus nicht so ganz schlau, weil ich würde jetzt ja erwarten, dass da Rohöl rauskommt. Also zumindest hier vorne, dass da Rohöl rauskommt. Und dass wir eben halt Wasser reinpumpen, Erdgas entkommt, beziehungsweise strömt aus. Und hier wird dann auch nochmal Öl irgendwie freigegeben. Aber dafür ist es ja so ein Ölreservoir, also... Anders kann ich mir das eigentlich momentan eher nicht so vorstellen. Hier steht ja auch Rohöl 3333,33 Gramm die Sekunde. Flüssigkeitseingangsrohr. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein, dass denn hier einfach nur Erdgas produziert wird. Verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht. So muss ich zugeben. So, dann wollte ich noch mal eine Sache kurz ausprobieren, bevor wir dann in Feierabend gehen vor heute. Kein Flüssigkeitsausgang, was wird denn hier nochmal produziert? Gibt Wasser aus. Der Benutzungstemperatur 1050. Ich würde mich ganz gerne mal gucken, ob das hier funktioniert. So, dann machen wir mal 850. Das speise ich einfach mal hier ein, ganz frech. Huch. Ach nee, das geht ja hier gar nicht. Hahaha. Da komme ich ja gar nicht ran. An der Stelle. Ja gut, sonst müsste ich dann an der Stelle das dann gleich hinbauen. Das kriegen wir gleich schon hin. Stromkabel, alle. So, dann... Das mal zerlegen und zwar pronto. Und dann nehmen wir nämlich den bzw. den und würden den dann gleich hier vorne hinsetzen. Ach, das können wir einfach drüber setzen. Ja gut, dann ist es egal, dann machen wir es so. Ich dachte, wir müssen das wegreißen. So, packen wir das mal dahin und speisen wir mich hier direkt mal ein. Und wir brauchen Flüssigkeitsausgang. Ich setze den einfach jetzt hier mit rein. Weil mir das eigentlich relativ egal ist. Nein, aber egal ist im Sinne von, ob das jetzt von der Temperatur hier hinhaut. Wahrscheinlich wird uns das sowieso alles versauen, aber da das Spiel ja sowieso mehr oder weniger hinfällig ist, können wir das auch sein lassen. So, machen wir nämlich, bauen wir das nämlich hier hoch. Hier rüber. Oder wir gehen einfach hier mit rein. Naja, aber ich glaube, ich werde einfach mal ganz kackenfrech da oben längs gehen. So. Einmal da oben hin. Und dann können wir hier Input setzen. So, gehen wir nämlich hier raus. Oder wir gehen da direkt drüber. Wir gehen da direkt drüber. So. Weil ich würde den nämlich nochmal ganz gerne laufen sehen, weil wir haben hier Dampfbildung. Und ich würde ganz gerne mal sehen, ob der überhaupt arbeitet. Ich sage ja, bei dem alten Dampfgenerator war das immer so ein Thema. Also da habe ich das irgendwie nie so richtig zum Laufen gekriegt. Und jetzt haben sie es halt ein bisschen schöner gebaut, dass man tatsächlich über die Ziegel hinweg diesen Dampfgenerator halt betreiben kann. Das finde ich schon echt praktisch. Zu wenig Dampf. Ja, guck mal, da geht es nämlich schon wieder los. Dampftemperatur unterhalb 125 Grad. Okay. Ja gut, das müsste sich wahrscheinlich erstmal wieder so ein bisschen anstauen hier. Wir haben hier 102 Grad. Ich weiß nicht, wie viel Dampf hier tatsächlich wir haben. Aber da ist das wenigstens mal ein Hinweis. Da weiß man zumindest schon mal Dampftemperatur 125 Grad, dann läuft's. Na?
Ich weiß nicht, ob sich das auch noch weiter aufstaut. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Normalerweise würde sich das hier ja eigentlich anbieten, weil die Fläche relativ klein ist. Also würde ich ja hier erwarten, dass du halt hier auch genügend Druck halt aufbauen kannst. Interessanter ist das wahrscheinlich auch mit dem Dampfgenerator, wahrscheinlich auch eher hier unten, wo du halt Magma hast, wo du eigentlich sagen kannst, du baust jetzt da hier so ein, ja, so ein Wasserventil hin, sodass das Wasser schön raufträufelt und Magma kann das Wasser dann erhitzen, kann auch aus Dampf herstellen und dann hast du im Endeffekt dann nachher genug Dampf, um die Maschine dann auch zum Laufen zu kriegen. Also 125 Grad werden wir wahrscheinlich hier nicht kriegen. Wir sind momentan bei 102 Grad. Hier haben wir 98 Grad, also wenn, dann erreichen wir das hier oben. Und hier haben wir gerade um die 100 Grad, 102 Grad direkt beim Schlot. Also das wird nicht so laufen. Aber wir können ja mal ein bisschen tricksen. Warte mal, wir können mal sprühen. Pinsel, wir machen mal wasserflüssig nicht. So, wir machen Gase. Wir machen mal Dampf. Haben wir Dampf direkt? So, ich kann da. Dampf haben wir, Gas. Machen wir mal ganz kleine Mengen. Mit 9000 Kelvin. Das machen wir natürlich nicht. Ah, machen wir so viel. Machen wir keine Lebensmittelvergiftung rein. Schön 2 Kilo. Mal gucken, ob der anfängt zu arbeiten. Vielleicht noch ein bisschen Wärme machen. Will noch nicht so ganz. Vielleicht sollten wir doch einfach mal ein bisschen mehr Gas geben. Mal gucken, was er dann dazu sagt. Ja, guck mal, wir haben hier 1000 Grad heißen Dampf, also so langsam. Oh, guck mal hier. Oh, wird's schon langsam rot hier. Phosphor? Phosphordampf. Okay, gut, in Ordnung. Zu wenig Dampf. Trotzdem noch zu wenig Dampf. Trotzdem noch zu wenig Dampf. Gut, machen wir das mal ein bisschen geringer hier. 2000 Kelvin. Machen wir ein bisschen weniger so. Ich werde mal hier vorne noch ein bisschen Dampf rein. Ah, guck mal jetzt. Jetzt fängt er an zu arbeiten. So, machen wir ein bisschen Dampf geben hier. Ja, mach ich die schön rein. Richtig schön. Ich gehe mal auf Normalgeschwindigkeit. Dann kann man das ein bisschen oder als doppelte Geschwindigkeit. Alter Schwede, was haben wir hier denn? Phosphor. Flüssiges Phosphor. Aber hier sehen wir zumindest, dass es funktioniert. Wobei, ja, hier ist es natürlich jetzt nicht so prall. Also wir brauchen da schon richtig Druck. Aber man sieht, dass es hier funktioniert. Und mich würde mal interessieren. Okay. Gut, das ist dann vielleicht. Wie viel Temperatur haben wir hier? Wir haben, warte mal. Inhalt 240 Gramm Wasser bei 74 Grad. 88 Grad, da siehst du, da sag ich ja, da, also 92 Grad, guck mal, da siehst du, da hauen wir uns so richtig schön, würden wir uns so richtig schön die Basis mit kaputt hauen, hätten wir das tatsächlich so im realen Spiel halt so gebaut, ne, das hättest du das Ganze knicken. Das heißt, du musst zum einen halt sehen, dass du immer genug Dampfdruck hast, also genug Dampf produzierst, das ist Problem 1. Problem 2 ist, dass du halt Wasser hast, was richtig schweinewarm ist, wobei wir jetzt natürlich auch, Dampf rein geschüttet haben, sagen wir mal so, was ein bisschen drüber ist. Nicht? Also ich sag mal, normalerweise hast du Dampf, der 125 Grad warm ist und ich denke mal, dann haben wir dann nachher vielleicht 50, 60 Grad heißes Wasser. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann halt schweinemäßig viel und sehr heißes Wasser. Und da muss man dann mal sehen, was wir damit machen. Wie wir das gebacken kriegen. Eingespeist wird auch gerade die Energie, die wir produzieren, sowieso nicht. Weil sie diese Brücke noch nicht gebaut haben, die Baggerluden. Aber ich finde es schon mal super, dass es so grundsätzlich funktioniert. Aber wir müssen halt mal sehen, wie wir das am günstigsten einsetzen können. Ich sag ja, wir brauchen unbedingt Dampf. Wir brauchen richtig schönen Dampf, damit wir Strom produzieren. Und wir müssen mal gucken, was wir mit dem heißen Wasser machen. Wobei, das heiße Wasser könnte man natürlich dann auch wieder nutzen für solche Geschichten hier. Für die Elektrolyseure, weil denen ist es, glaube ich, dann letztendlich egal, wie warm das Wasser ist. Die machen daraus dann eben halt Wasserstoff und normalen Sauerstoff. Und Sauerstoff, das wird dann nachher sowieso alles ein bisschen kühler.
Na, das wird dann dadurch quasi, das 70 Grad warme Wasser wird dann hier dann zu 50 Grad warmen Luft, zu warmer Luft, und es kühlt sich dann auf die Art und Weise dann auch mal so ein bisschen ab. Naja, gut. Dann würde ich doch sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Wie gesagt, wir sehen uns Samstag wieder. Ich werde mal sehen, dass ich dann für die nächste Folge alles vorbereite, dass wir dann tatsächlich mal eine Rakete starten lassen können. Dass wir auch das mal gesehen haben. Und dann warten wir mal den Dienstag ab. Es kann eben halt sein, dass wir vielleicht entweder in der kompletten nächsten Woche oder dann nur am Dienstag nicht, das müssen wir mal sehen, dass dann vielleicht die eine oder andere Folge Oxygen Not Included noch ausfällt, oder dass wir vielleicht ein kleines, was wir natürlich auch machen können, dass wir so ein kleines Livestream-Event machen können. Das würde sich für Dienstag ja sogar auch anbieten. Und dass wir dann aber nochmal ein separates Let's Play auf YouTube machen. Wie gesagt, ich will das wieder so ein bisschen trennen. Mehr YouTube für YouTube und Twitch halt für Twitch. Na, ist aber egal, das wird sich alles spontan ergeben. Nun ja, also wie gesagt, Samstag hoffentlich Raketenstart. Mal einfach mal ausprobieren. Und ich bedanke mich bei euch fürs Dabeisein, fürs Einschalten, für die lange und viele Unterstützung. Und ich hoffe, ihr seid dann vielleicht am Dienstag dabei beim Livestream bei mir auf Twitch. Und dann sehen wir uns spätestens Samstag wieder. Ansonsten aller spätestens Dienstag. Und macht euch noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.